Mein Name ist Claudia Gläser. Ich bin die geschäftsführende Gesellschafterin der Gläser GmbH. Die Gläser GmbH ist ein Maschinenbauunternehmen, das sich unter anderem mit Steuerblöcken beschäftigt, wie diese hier, oder technische Sauberkeit zur Untersuchung von Bauteilen. Also ich selber habe nicht gegründet, sondern ich habe die Nachfolge übernommen von meinem Vater. Ich habe erst gemeinsam mit ihm zusammengearbeitet, auch gemeinsam in der Geschäftsleitung und dann nach einer gewissen Zeit die Geschäftsführung alleine übernommen. Das Schönste ist am Unternehmertum, dass man seine eigenen Ideen einfach auch umsetzen kann. Dass man auch manchmal Wege gehen kann, die von vornherein nicht klar sind, aber wo man das Gefühl hat, es könnte richtig sein und man darf es riskieren. Ich habe ja selber zwei Töchter und für mich ist es natürlich sehr wichtig, dass sie ihre Position in der Welt finden und für sie es kein Thema ist, als Frau eine Führungsrolle anzunehmen. Ich denke, das ist für die Zukunft von unserem Land wichtig, dass wir 50% unseres Potenzials einfach nutzen. Ich denke, die Ängste sind einerseits natürlich finanzielle Ängste, weil jedes Jahr stehe ich bei Null da und muss schauen, dass ich mein Geld verdiene. Es ist einfach nicht sicher. Und die anderen sind natürlich, wie werde ich wahrgenommen? Ne? Kann ich mich durchsetzen in meinem Umfeld? Ich rate jungen Frauen, die gründen wollen, dass sie auf jeden Fall die Zahlen, Daten, Fakten gut zusammentragen, aber andererseits auch mit Herz und Freude und Verstand an die Sache rangehen, ob Unternehmertum für einen das Richtige ist. Ich denke, das weiß man manchmal erst hinterher, wenn man den Sprung gewagt hat. Dazu gehört auch Glück. Und das weiß man vorher nie, ob das alles zusammenpasst. Von daher kann ich nur sagen, spring.